tech and in now we love those hoes. It's something about the shows, make them take off their clothes like. Look at those tickle. Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Far Cry 3. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, das ist schon ein bisschen länger her. Weil ich nehme mir mal ein bisschen im Voraus auf, aber ich denke mal. Oh yeah. Lol. Ach ja, wir haben letztes Mal diese Hunde platt gemacht, oder? Kann das sein? Ist das möglich? Ich glaube ja, ne? Komm, Bogen. Und wir brauchen unsere Knarre auf jeden Fall erstmal nochmal wieder. So, die holen wir uns nochmal schnell, weil mit dem Raketenwerfer, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so die... Nicht so die alltägliche Ausrüstung, die wir so für jeden Auftrag brauchen, wie ich finde. Sturmgewehr, da hatten wir uns ja die Farmers gekauft, ne? Mit dem Schalldämpfer drauf und so. Genau. Alles dran. Ausrüsten, bitte, danke. Für den, genau. So. Ich denke mal, das ist ganz. Jetzt sind wir hier lautloser Killer und so, weiß schon. Huch. Da wollte ich gar nicht. Wollte hier raus. So. Und ja, wir sollen ja zu den Reisfeldern gehen, weil da heute ja, irgendwas haben wir damit heute am Stissel. Und ich würde sagen, wir machen das einfach auch mal, ne? Oder? In den letzten Folgen haben wir schon genug immer hier Jagdmissionen gemacht und so. Können wir ruhig auch mal jetzt hier mit der Hauptmission weitermachen? So. Einmal rein in die Karre. Und geguckt, wo wir hin müssen. So, wo müssen wir denn hin? Hier. So. Fahren wir zu heute. Wuhu. Endlich wieder Far Cry, ich freue mich. Ein Traum. Alter! Nö. Unser Auto brennt. Hä? Das hat ja gut geklappt. Alter! Fuck it. Das war wieder. Super. Fängt gleich wieder gut an hier bei Far Cry. So, Far Cry. So, da vorne steht zum Glück schon ein neues Auto. Ich würde sagen, das nehmen wir uns auch gleich mit. Komm hier, wenn wir schon mal da sind. Her mit dem Zeug. Zack. Und zack. Goldener Bienenkorb? Was ist das? Ja, nee, ich wollte das Tutorial von dem goldenen Bienenkorb wissen. Handbuch? Hier? Geheim, bla bla bla, Pflanzen nehmen? Ich weiß es nicht. Geheim? Nein. Ist das hier? Hier? Wo steht das? Ich will jetzt wissen, was das ist. Tierwelt? Goldener Bienenkorb. Der goldene Bienenkorb ist wegen seines einzigartigen Aussehens begehrt. Die meisten Einheimischen nutzen ihn als Dekoration, aber einige sehen darin ein Zeichen für Fruchtbarkeit. Wirf ein paar Blüten auf deine Frau und sie springt sofort in dein Bett. Das ist eine gute Sache. Ja. So. Mal diese Perverslinge hier, du. Nee, nee, nee. Da springt genau vorbei. Alter. So. Huch. Ach, das ist eine Fußgängerbrücke. Naja, Alter, was geht denn hier ab? So. Genau. Wow. Alter! Heil dich doch! Spritze rein. So. Alter, was ist denn das hier heute? Geht ja mal gar nicht klar. Komm, wir schwimmen hier ein bisschen. Hui, ein bisschen Planschen muss ja auch mal sein, ne? Ich wollte eigentlich auf diese große Straße hier. So. Ja, wir sind doch schon auf dem Weg zu den Reisfeldern, aber die sind ja auch da vorne gleich. Und was sollen wir in den Reisfeldern da machen? Frage ich mich. Wieder abfackeln, so wie die Grasplantagen? Das war auch eine lustige Mission. So, da vorne haben wir mal wieder ein Auto. Ein Glück stehen hier so zahlreich die Autos. Und keine nervigen Spackos, die uns auf den Sack gehen. Ganz ehrlich, das Stück laufen wir jetzt.
Willis, ich bin in Barristown. Da ist ein Schuppen mit Blick auf den Teich. Von da aus siehst du das Zentrum. Nicht erwischen lassen. Wieso sind hier denn Leute? Nö. Heute darf ich nicht bemerken. Ziehe keinerlei Aufmerksamkeit auf dich. Okay. Heute ist hier. Warte, bis er weg ist. Sonst macht der Hähnchen süß-sauer aus seinen Freunden. Ich will, dass euch klar ist, dass jeder, der diesen Wilden draußen im Dschungel hilft, endet wie unsere Freunde hier. Ist das bei euch angekommen? Du, lauf! Siehst du den rotgestreiften? Bitte vom Minenfeld? Deutlich genug! Viel Spaß, Jungs! Ist unser Mann, du musst ihn da rausholen. Bist du krank? Er hat das Transportverzeichnis, das dich zu Oliver Caswell führen wird. Ist sicher verschlüsselt, aber ich mach's, wenn du ein Foto schickst. Scheiße, okay. Olli. Ich muss den Kerl retten. Ja, das kriegen wir hin. Pass mal auf. Okay, Jason, dann mal los. Tschüss. So, einmal nachladen, bitte. Das hat ja schon gut geklappt. So, befreie Rongo. Rongo, wo ist denn Rongo? Ach ja, ich sag's ja immer wieder, die Knarre lohnt sich. Sind da hinten Typis? Nee, ne? Sah jetzt nur so aus, oder? So, die beiden haben wir... No, Minenfeld! Nein! Verdammt, Mann, ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Scheiße. Nein! Oh, wie schlecht. Mann, war das dumm. Scheiße. Wie sind wir nicht mehr in der Hütte? Bescheuert? Okay, Jason, dann mal los. Ciao. Mann, das hat so gut geklappt eben. Mann! Was ist denn das? So, ciao. Ciao. So. Mann, das hat eben so gut geklappt. Und jetzt haben wir so gefehlt, Mann. Scheißen Dreck. Gut, dann mal auf zum... Diesmal gehen wir über die Wege. Ja, ganz ehrlich, wer packt dann auch Minen in ein Reisfeld, Alter? Die sind doch bescheuert. Dämlicher Hoyt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ganz ehrlich. Da sind trotzdem Minen. Ach, da liegt auch eine. Kann ich die... Ja. Klappt. Nur wenn man genau daneben steht, dann ist das sehr suboptimal. Ich sehe die gar nicht. Da war eine. Hallo? So. Agent Willis Huntley bat mich, dich rauszuholen. Er meint, du kannst mir helfen, einen meiner Freunde zu finden. Sag mir jetzt erst, wo Oliver ist. Nein, ich muss vorher zum Dorf. Ich sag es dir dann dort. Such doch mal. Okay, mir nach. Wir müssen das Feld überqueren. Ja, machen wir. Ciao. Ich weiß, wo die Minen sind. Die schießen dann auf mich! Dann warte doch! Wir müssen das Dorf erreichen. Warte doch, du Idiot! So ein Vollpfosten, wieso wartet der denn nicht hier, bis ich die... Alter! Da hätte ich die doch in Ruhe erstmal alle, ne?
Nein, der rennt los, der Vollpfosten. Gott! Wie ich sowas nicht ab kann. Wir müssen das Dorf erreichen. Ich weiß, wo die Minen sind. Ja, ich denke, du weißt, wo die verfickten Minen sind. Was geht denn da ab? Was? Alter, ich... Nee, ich habe keine Worte dafür. Was sind das für Vollpfosten? Oh mein Gott. Wir müssen das Dorf erreichen. Folge mir. Ich weiß, wo die Minen sind. Hältet ihn! Was geht denn mit dir? Warte doch einfach mal. Warte doch einfach mal, du Pisser. So ein blöder Penner, ne? Alter Schwede. Toll. Top, dass ich auch keine Munition mehr habe. Genau, na los, den Hügel hoch, komm. Scheiße, scheiße, scheiße. Du bist tot, hörst du? Ich verblute! Hier gibt's nicht einen Schmerz! Ja, ja, komm! Wir sind jetzt schon fast oben! Ja, und ich hab keine Waffen mehr, du Penner! LOL! Mann, so ein Wichser. Was soll ich denn machen? Er rusht da voll rein, Mann. Ohne Witz. Das geht doch mal gar nicht klar mit dem Typen. Wie mich das aufregt. Ich hasse es, wenn NPCs sich führen sollen. Gott. Mann, wie viel Schüsse hält denn der aus? Wir müssen das Dorf erreichen. Scheiße! Scheiße! Folge mir. Ich weiß, wo die Minen sind. Warte doch, du Typ. Mann, das ist doch behindert. Wieso? Oh, ich raste aus, ey, wirklich. Wieso kann der scheiß Typ denn nicht einfach mal in Deckung warten, Mann? Ist der denn bescheuert? Das regt mich übel auf gerade, ey, wirklich. Wir müssen das Dorf erreichen. Bleib dran! Folge mir. Ich weiß, wo die Minen sind. Bleib in meiner Nähe. Das ist doch bescheuert, Mann. Ohne Witz. Wieso kann der blöde Pisser denn nicht mal da warten, Mann? Gott! Wie mich das aufregt. Wie mich das aufregt. Wieso kann der denn nicht da warten einfach? Und zwar da, wo er in Sicherheit ist. Warte jetzt da. Halt doch da an, du blödes Stück. Folge mir. Ich weiß, wo die Minen sind. Du gehörst mir, Flachwichser. Er ist
Ohne Witz! LOL! Ohne Witz, Mann, was soll ich denn da machen? Wie mich das ankotzt einfach nur. Was ist denn das für ein blöder Spast? Wie soll man das denn schaffen, wenn da einem die ganze Zeit auf den Sack geht? Gott! Meine Fresse! Wir müssen das Dorf erreichen. Warte jetzt da, du blöder Pisser. Folge mir. Ich weiß, wo die Minen sind. Ich sag nichts mehr. Ich sag wirklich nichts mehr. Was ist denn das für ein behinderter Spinner, Mann? Wie soll ich denn das schaffen? Ohne Witz. Gott, ich reg mich gerade so auf, ne? Ihr habt keine Deckung! Das sind die geringste Chance! Wir müssen das Dorf erreichen. Ich weiß, wo die Minen sind. Ich sag nichts mehr, wirklich. Was soll ich denn da machen, Mann? Der rennt da mitten rein und ich soll denn da... Alter, ich... Ah! Gottes Willen. NPCs sind so schrecklich, nicht? Ich hasse NPCs so... Wir müssen das Dorf erreichen. Deine Mutter muss das Dorf erreichen, Mann. Folge mir. Ich weiß, wo die Minen sind. Du bleibst jetzt hier. Mein Haus ist da auf dem Hügel. Komm. Deine Mutter, warte jetzt. LOL. So. Pustet dich um, Penner. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen. Bleib stehen, Alter, bleib stehen. Nein, wir knallen dich ab. So. Ciao mit V, Alter. Wo ist der? Wo ist der? Ich hol die Dokumente. Pass auf! Hol doch deine scheiß Dokumente, Alter. Der geht mir so auf den Sack, der Typ. Ne, ohne Witz. Ist doch nicht mehr feierlich. Scheiße, ich wurde beraubt. Wo ist es? Boah, alles umsonst jetzt? Mach mich nicht schwach. Was ist denn Scheiß? Oh, Muni. Hey, deck mich, während ich suche. Naja, such mal. Mach schon. Ich finde die Dokumente nicht. Beschäftige sie. Sind doch gar keine. Da ist jemand beim Haus. Ich mir vor! Bitte alle!
Ja, lass mich mal in Ruhe. Komm doch her, du Lutscher. Na los. Was ist denn mit ihm da? Zeig dir gleich mal, wer hier Bleistock, du dreckiger Sack. Ich suche noch. Wir haben alles auf den Kopf gestellt. Ich hab dich in Stücke. Versuch's doch. Nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Fuck, Mann, nein. Nein. Muss ich das jetzt alles nochmal neu machen? Bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Okay. Gut, wie es weitergeht, sind wir in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao, mein Pfarrer.